Herzlich willkommen zum neuen AKX-Update. Wir haben ja schon ganz schön lange nicht mehr von uns hören lassen. Das liegt aber vor allem daran, dass wir im letzten Jahr unglaublich viel zu tun hatten. Wir haben nämlich einen großen Meilenstein geschafft und das ist die Fertigstellung der Außenkontur des Flugzeugs. Die AKX steht gerade in einem Lackierbetrieb und wird lackiert und die Oberfläche gefinisht. Und dafür mussten natürlich alle Bauteile, alle Oberflächen, die irgendwie später die Außenkontur des Flugzeuges bilden, fertig werden. Das haben wir im letzten Jahr geschafft und welche Schritte dazu im Einzelnen nötig waren, zeigen wir euch in diesem Video. Die Haube ist ein Bauteil, dessen Fertigung schon wirklich viel Zeit in Anspruch genommen hat. Ihr habt das ja in den letzten Videos gesehen. Anfang des Jahres waren wir dann in der Situation, dass wir endlich eine Negativform hatten, diese Haube, mit deren Qualität wir einigermaßen zufrieden waren. Die Haube selbst wird im Tiefziehverfahren hergestellt und dafür braucht man eine sehr stabile Positivform, über die das Haubenglas quasi tiefgezogen werden kann. Und die haben wir aus unserer vorhandenen Negativform durch Vakuuminfusion gebaut. Dann hatten wir nun also unsere Positivform und konnten diese dem externen Betrieb geben, der für uns dieses Haubenglas tiefgezogen hat. Diese Zeit haben wir genutzt, um den Haubenrahmen zu finalisieren. Das heißt, wir haben den gespachtelt und lackiert und den Verriegelungsmechanismus auskonstruiert und auch fertig gebaut. Zum Schluss war dann die Haube fertig tiefgezogen und wir konnten sie auf den fertig lackierten Haubenrahmen mit eingebauten Haubengestänge aufkleben. Das konnten wir netterweise bei DG Aviation machen. An dieser Stelle vielen Dank dafür. Das war eine große Hilfe. Also hier stehen wir vor den Flächen der AKX zum ersten Mal mit allen Rudern dran. Sieht ziemlich gut aus. Bei den Rudern bei der X, die muss man relativ leicht bauen. Also wegen einer Flatterproblematik soll hier ein Gewicht von unter 300 Gramm pro Meter mit allem Drum und Dran erreicht werden. Deswegen ist die Konstruktion von den Rudern ein bisschen aufwendiger. Und zwar besteht die aus sozusagen einem massiven gefrästen Rohrzell-Schaumkern und der wird in einem Nass-in-Nass-Verfahren in der Form zusammengebaut. Bedeutet, man hat eine Form Unterschale, dort wird die Unterschale eingelegt, dann kommt der Rohrzell-Schaumkern rein, dann kommt das Gelege oben drauf. An manchen Stellen, wo höhere Belastungen sind, zum Beispiel an der Krafteinleitung oder bei den Übergängen zwischen den Rudern gibt es dann nochmal Verstärkungslagen und dann wird das gesamte Ruder dann verpresst und beim Verpressen wird dann das Harz aus dem Gelege sozusagen in den Schaum gepresst und verbindet die beiden miteinander. Jetzt hier in der innersten Klappe, die ist im Radius von dem Flügel, bedeutet die ist aus drei Einzelklappen und mit Mitnehmern miteinander verbunden und wenn man die jetzt hier mal bewegt, dann funktioniert das im positiven Klappenausschlag schon. Im negativen Ausschlag muss man noch ein paar Sachen im Flügel entfernen und anpassen. Und danach steht eigentlich als nächster Schritt die Anlenkung, also hier die Anlenkungshorn aufkleben und im Anschluss daran die Gesamtsteuerung, also das Zusammenspiel zwischen Flügel, Ruder und der gesamten Steuerung im Rumpf zusammenbauen und überprüfen, was für Ausschläge man wirklich erzielt hat. Ja, seit dem letzten Video ist auch bei den Winglets sehr viel passiert und zwar haben wir beide Winglets fertigstellen können. Ich stehe jetzt hier neben der geschlossenen Form vom rechten Winglet, die ist aber jetzt auch schon leer und wie es so weit gekommen ist, kann ich euch mal kurz erzählen. Letztes Jahr hatten wir ja schon einige Einbauteile eingeklebt, damit ging es auch gleich weiter und zwar ging es insbesondere um die Einbauteile, die auch den Flügel mit dem Winglet verbinden und auch die Buchsen, die da drin eingeklebt sind. Die Teile hatten wir alle drin und als nächstes ging es dann an die Steuerung. Die vielen kleinen Bauteile der Steuerung hatten wir großteils schon gefertigt. Da gab es dann aber noch mal einiges an Detailarbeiten zu tun. Zusammenbauen, Hebel lackieren,
Löcher bohren, Löcher im Winglet aufdremeln, bis alles gepasst hat. Schlussendlich konnten wir die Steuerung dann einbauen. Auch nochmal hier kontrollieren, dass wir alle Bereiche erreichen, die wir haben wollen. Alles einstellen, genau kontrollieren. Und dann ging es eigentlich auch schon auf den spannendsten Schritt im Leben einer Baugruppe zu, nämlich das Verkleben. Dabei müssen wir zum einen erstmal ermitteln, wie viel Verklebeharz wir brauchen. Das machen wir, indem wir mit einem Dummy-Verklebegut quasi abdrücken. Und dann wird dieses Harz in einer definierten Menge auf alle Verklebeflächen aufgetragen. Nochmal ein letzter Check, dass man sich auch sicher ist, dass man nichts vergessen hat. Und dann wird die Form fürs letzte Mal geschlossen. Die Schalen werden miteinander verklebt und man kann das Harz aushärten lassen. Als nächstes steht dann natürlich das Entformen an und der spannende Moment, wenn man das erste Mal das geschlossene Bauteil, das fertige Bauteil sozusagen in den Händen hält. Damit ist aber natürlich noch lange nicht alles getan. Zum einen sind die Kanten noch relativ roh, die muss man dann erstmal besäumen und auf Maß schleifen. Und dann gibt es beim Winglet auch noch eine Besonderheit. Und zwar, wenn man jetzt mal von vorne oder von hinten auf das Winglet drauf guckt, haben wir ja da drin zwei Holmgurte, die Biegung aufnehmen. Und das Problem ist jetzt dadurch, dass wir hier so einen sehr scharfen Knick haben, wenn man das Winglet nach außen biegt, zum Beispiel durch Böen- oder Seitenruderbetätigung, dann wollen diese beiden Gurte hier im Knick voneinander weg. Und die Verklebung allein ist nicht stark genug, um diese Kräfte aufzunehmen. Deswegen haben wir für das AKX-Winglet ein besonderes Verfahren. Und zwar haben wir hier im Knick nochmal Schlitze in der Schale gelassen und umwickeln dabei das ganze fertige Bauteil am Ende mit Kohlefaser-Rovings. Und diese Rovings halten dann die beiden Gurte zusammen, sodass sie eben nicht voneinander ablösen können. Weitere Arbeiten neben dem Wickeln am entformten Bauteil sind dann noch zum Beispiel so Sachen wie Abdeckungen für die Steuerung und zum Beispiel eine Verriegelung für den Bolzen, der das Winglet am Flügel befestigt. Die haben wir auch alle nachträglich noch eingeklebt. Dann haben wir die Schale über diesen Schlitzen von der Wicklung noch mit Deckeln geschlossen. Diese Deckel hatten wir schon zu Beginn, als wir die Schalen gebaut haben, auch infiltriert. Und ja, dann hatten wir zwei fertige Winglets und die sind jetzt beim Lackieren. Ja, das waren die großen Schritte bei der AKX im letzten Jahr. Es ist natürlich im Kleinen noch viel mehr passiert. Von Teilen davon werden wir euch in weiteren Videos nochmal berichten. Aktuell geht es jetzt darum, den Innenausbau des Flugzeuges fertigzustellen, zum Beispiel was die Fahrwerke angeht, aber auch die Steuerung im Rumpf. Und es geht immer mehr in Richtung Elektronik, Instrumente und das Zusammenspiel des gesamten Flugzeuges. Wenn ihr jetzt nicht genug bekommen konntet, dann schaut doch mal auf dem Kanal von Stefan Langer vorbei. Der hat uns nämlich besucht und wir haben zusammen über die AKX geredet und sind auch nochmal auf einige Details eingegangen, die ihr bisher vielleicht nicht kanntet.